Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines 2. Ja, wir haben wie immer ein paar Probleme, aber die lassen sich alle lösen. Wir haben in der letzten Folge hier das kleine neue Gebiet hier gebaut. Oh, Leggy Leg. Oh Gott, was ist denn los? Der leckt es, wenn man rein und raus. Interesting. City Skylines 2 ist ja immer noch leider nicht das unbedingt, was sie viele erhofft haben, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall scheint es immer noch sehr in der Kritik zu stehen. Weil einfach auch die Performance, muss man auch leider sagen, immer noch nicht wirklich schön ist. Und ich bin bis heute nicht zufrieden mit der KI von den Autos. Weil es gibt's nicht, dass die sich wieder nur an eine Reihe anstellen, nicht gescheit das voll machen und alles. Das ist dasselbe Problem, was wir mit City Skylines 1 hatten, warum ich irgendwann aufgehört habe, das vor allem zu spielen. War einfach, Y zum Beispiel. Achso, jetzt warte mal, das ist ein Road Maintenance Vehicle, gerade dass die Straße repariert und fängt, glaube ich. Okay, du hast einen Grund dafür, aber warum stellt ihr euch zum Beispiel hier hinten auf? Warum fahrt ihr zum Beispiel nicht vorbei und zieht dann vor dem Auto an? Road Maintenance, man fährt nicht quer über eine Hauptstraße, das ist sehr gefährlich. Zieh rüber, komm, zeig, dass du schlau bist, zieh rüber. Dann steht der SUV, setzt sich jetzt dahinter und bleibt stur da fahren. Das sind Sachen, die ich nicht verstehe. Ich würde überholen. Wo kommt denn jetzt die Polizei? Hä? Das Ding ist ja auch mittlerweile echt overengineert. Aus dem Grund halt heraus, weil es einfach mit dem Verkehr eine Katastrophe war. Entweder war ich zu blöd dafür oder irgendwas anderes, aber es war... Katastrophe! Warum habe ich hier nochmal einen Kreisel? Ah ja, weil es ja dann so besser lief. Da war was. Es hat, ich glaube, mir hier einen relativen Stau erspart wiederum. Ist ja alles schon wieder so ein bisschen zeitverzögert. Schau mal, hier haben wir wieder Wohnen mit hoher Dichte. Wir müssen jetzt überlegen, wo wir langsam alles hin expanden anfangen. Ich würde gerne mal gucken, was wir hier haben. Hier haben wir Ishbur Districts. Na, schau mal, wir können hier euch drei abreißen und dafür High Density Districts hier hinsetzen. Die freuen sich, wenn sie mehr Platz kriegen. Also ich bin mir auch nicht sicher, ganz ehrlich, City Skylines ist echt geil und es macht bis heute Spaß, aber das, keine Ahnung. Der Hype, den wir damals hatten zu City Skylines 2, war 10.000 Mal, ja, übertrieben will ich nicht sagen, aber es war halt, ja, mehr erwartend. Was mich zum Beispiel auch mega stört, ist, warum muss ich eine Station mit drei Haltestellen bauen? Warum kann ich nicht eine Station mit einer Haltestelle bauen? So eine kleine Dorfhaltestelle oder sowas. Wir haben so viel Platz. Wir werden nicht nur fette Haltestellen bauen, sondern ich würde gerne zum Beispiel hier zum Beispiel ein kleines Dorf bauen, wo einfach ein Endbahnhof anschließend einen einspurigen Endbahnhof oder zweispurig ein Endbahnhof ist, der dann wieder rausfährt. Aber hier kann ich eh nicht bauen. Okay, aber dann sagen wir zum Beispiel hier. Das sind halt so Kleinigkeiten, die mir einfach keinen Sinn ergeben. Und die mich ehrlich gesagt auch teilweise richtig stören an dem Spiel. Aber so ist es halt, ne? So, hat er es jetzt hier schon voll gebaut? Naja, noch nicht so ganz. Und ich verstehe bis heute nicht, warum Gewerbenachfrage einfach brutal durch die Gegend geht, wenn ich immer wieder das hier sehe. Nicht genug Kunden. Nicht genug Kunden. Nicht genug Kunden. Und nicht genug Kunden. Hä? Ich würde jetzt mal gerne nebeneinander dieselbe oder ähnliche Städte in City Skylines 1 und 2 bauen. Und vergleichen, was wo besser ist. Weil ich wette mit euch, im Einsatz gibt es Sachen, die sind besser. 100%. Klar, das Einsatz hat auch mehr Jahre zum Entwickeln und gab immer Updates und hin und her. Aber, haha. Hallo. Das ist, haha. Dadurch entstehen Stau schon wieder. Wird echt, könnte es mal passieren, aber hier passiert es ja dauernd. Vor allem, schau mal, welche Spur. Sie nehmen die Spur. Also müsstest du ja hier raus wollen. Sonst hättest du ja die Spur genommen. Wo will dieses Auto hin? Wenn er hier lang wollte, hätte er bestimmt den genommen. Und warum ist das hier so ausgegraut alles? Ah, ich verstehe es nicht.
bin schon überlegen, ob ich das hier austausche, dieses Kreuz, um den Verkehr besser einzulutzen. So, Pickup, wo willst denn du jetzt hin? Asche, er will echt hier rüber. Jetzt hat sich's aufgelöst. Jetzt wird die Strecke, ja, jetzt wird es so langsam hin und her gehen. Die werden sich auflösen und dann kann sich das Ganze wieder auflösen. Ich mache Fehler. Das sage ich so. So, ich bin nicht der beste Spieler überhaupt und alles. Aber ich denke, bestimmte Sachen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie mit der Kamera stehen. Ich habe die Kamera auch falsch gedreht. War ich das? Wie gesagt, das mit der Webcam ist jetzt alles noch so ein bisschen in der Making. Ich brauche noch ein Licht, damit der Greenscreen gut ausgeleuchtet wird zum Beispiel. Da muss ich noch was überlegen. Und ich sitze gleich schon halb wieder aus dem Greenscreen draußen. Aber irgendwie schaut es auf der Webcam unten auch ziemlich cool aus, weil ich so am Rand sitze. Bedeutet, ihr seht nur den Teil hier. Aber der Greenscreen, ja, der Greenscreen geht auch nur bis da. Aber der Greenscreen geht dafür bis hier vorne irgendwie. Ja, genau, irgendwie. Warte mal, wenn ich denselben Winkel nehme, kann ich bis hier mit der Hand gehen. Und genau, da touche ich dann gegen Wand. Ich komme nicht raus. Ja. Also, da jetzt hat. Ah, jetzt steht hier schon wieder ein Roadband hier ins Spiegel und der will ich wieder rüber. Och, Mensch. Jetzt habe ich euch schon erst extra 3 Spuren gegeben. Ich weiß es teilweise nicht. Soll ich die Einfahrt einspurig machen? Oh, ich kriege einen Anfall. Okay, wir haben wenigstens schon wieder ein bisschen mehr Anfragen. Schau, weißt du, was wir jetzt machen? Okay. Was ist denn das für ein... Sind das 3 kleine... Nein, sowas will ich nicht. Meinetwegen. Die kommt an. Größer. 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 Besser. Hey, der Witz gerade, das ist teilweise. Wow! Das sind Big Corporate Towers. Soft benötigt Software und produziert Medien. Holy shit, okay. Vielleicht sollten wir 1-2 Software-Gebäude hier abreißen. Um zu schauen, ob die dann größere bauen. That would be interesting. Wenn auch solche Corporate-Riesen hier rauskommen. Wie geht's unseren Universitäten? Ist der, hä? Hier sind 800 Schüler. Okay, warum sind hier nur 89? Die ist extra eine angepasste sogar noch. Ich hätte hier viel mehr erwartet. So, ich bin gespannt, was hier jetzt passiert. Gut, wir werden jetzt aber nicht hier die Städte. Welche Reihe reiße ich als nächstes ab? So, und jetzt hat einmal hier drüber rasseln. Und jetzt können hier neue Gebäude entstehen, neue Riesengebäude. Das ist halt schon unser echt großes Gebiet mittlerweile. Holy moly. Ne, hier bauen sie wieder kleine. Wie seid ihr zur Stufe 5 gekommen? Ihr seid Stufe 2. 1, 2. Irgendjemand muss ihnen ja gesagt haben, yo, wir werden Riesen. Was treibt die jetzt zum so groß werden? Was ist das für ein Gebäude? Ein Coder Park. Benötigt Elektronik und produziert Software. Software und macht Medien. Und der nutzt und macht Finanzdienstleistungen. Okay. So, wie schaut es eigentlich mit unserer Kommunikation aus insgesamt? Warte mal, ich eine Server von. Alter, jetzt leckt es gerade wieder. Genau, ich habe hier eine Serverfarm aufgebaut, ne? Angestellt von 116%, okay.
Ich hatte mit dem Müllpark aus. Den wollte ich eigentlich abreißen. Stimmt! Ah! Weg damit. Dann können wir hier nicht eine neue Software. Treibstofffabrik kann ich jetzt bauen, okay. Jetzt werden wir aber hier erstmal eine neue Straße hinzufügen. Alter, heute leckt das Spiel auch wieder besonders. Und diese Grids, die machen mich bis heute fertig. Also Wahnsinn. Ich würde dich gerne umplatzieren. Kleine Straßen reingehen. So. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Das ist gar nicht schlecht, das so. That was truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't touch that dial. So, okay, jetzt will ich mal was anderes. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip Spannend. Outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Industry in the region is on the rise, and when business das is jetzt, doing wird, well, wird that floats our boats. There's no sinking this boat, Glenda. Warte, wir bauen hier ein bisschen um, warte mal. Und machen das hier. Ja. Vielleicht machen wir hier zum Beispiel noch ein bisschen, aber ansonsten ist das ja auch ganz gut. Dann können wir hier direkt so eine Serverfarm noch. Das wird alles designiertes Gebiet. Schauen wir, wie viel sich hier dann anbauen lassen. Aber wir scheinen ja bis heute ein Schülerproblem zu haben. Die sind hier ansatzweise voll. Wie schaut es mit meinen Grundschulen aus? Ich hätte gerne mal eine ganze Liste wieder. Ich hätte gerne eine ganze Liste an meinen Schülern. Die Grundschule sagt, da bin ich gut dabei. Anbindung ist großartig. Hier brauchen wir auch keine Schulen. Hier sind wir auch gut angeschlossen. Ich weiß also nicht, was sie haben. Sie beschweren sich nur alle. Hier noch irgendwelche Sachen, die wir freischalten können. Nee. Aber schau mal, wie viel von den Anlagen es hochzieht. Das glaube ich macht denen auch dann eine Freude, wenn wir hier so einen Park hinsetzen. Okay. Ach, irgendwas wollte ich jetzt gerade machen noch. Okay, wir haben die Treibstoffanlage jetzt hier zum Beispiel. Die könnte man noch irgendwo hinbauen, aber ich glaube, die haben wir jetzt gerade nicht nötig. Ah, stimmt, ich wollte unter
Weil die Finanzen laufen echt gut bei uns. Das ist Wahnsinn. Städtische Ausgaben. Ah, ich kann die natürlich ausleihen, ne? Ich brauche kein Darlehen. Wir sind super dabei. Wir haben Geld ohne Ende aktuell. Wir haben Defizit an fast allem. Oder eigentlich an allem. Ich könnte natürlich probieren, die Produktion nochmal anzuheizen für bestimmte Sachen. Was ist denn das? Das ist Kohle, glaube ich, ne? Haben wir denn Kohle? Vorkommen hier irgendwo in der Nähe? Auf dem Erzvorkommen gebaut werden, oder? Kann das sein? Dann müssen wir es hier erschließen, rein theoretisch. Dann müssten wir das hier erschließen. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann müssen wir hier so eine Straße rübersetzen noch zu der Kohlemine dann und alles. Ja, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.